Markus Schenkenberg, er wäre bei TV-Show fast gestorben. Den Kampf ums nackte Überleben hätte Markus Schenkenberg, 54, beinahe verloren. Das schwedische Männermodel ist seit dem 2. Februar 2023 im Fernsehen in der extreme Abenteuershow Island zu sehen. 3 Wochen auf einer verlassenen Insel weit draußen im Pazifik zeigen er und 6 weitere schwedische Promis, wie man in der Wildnis überlebt, oder eben auch nicht. Härtestes Wetter und kaum Essen. Ein Leben unter Extremsituationen, das an die längst vergangene Jäger- und Sammlerzeit erinnert. Heißt es in einer Pressemitteilung, klingt zunächst wie das Dschungelcamp, ist allerdings viel härter. Dass Markus Schenkenberg in der TV-Show selbst dem Tod nur knapp entkam und wie schnell aus Spaß ernst werden kann, schockiert nun die Fans des ersten männlichen Supermodels. Nachdem er unfreiwillig 18 Kilogramm in nur 3 Wochen abgenommen hatte, musste er von einem Hubschrauber aus der Wildnis direkt ins Krankenhaus eingeflogen werden. Mittlerweile geht es Schenkenberg wieder besser und der Island-Teilnehmer konnte über seine extreme Erfahrung sprechen. Doch nicht etwa die drastische Gewichtsabnahme sei das Schlimmste an seiner Teilnahme gewesen. Der kleine Colin ist Papas ganzer Stolz. Im Juni 2022 wurde Markus Schenkenberg überraschend Vater und blüht in der Rolle offenbar so richtig auf. Wer die Mutter des Jungen ist, ist bislang nicht bekannt. Das Model hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Sein Management teilte im Sommer lediglich mit, es ist ein Überraschungskind. Markus ist sehr glücklich. Zum Glück für den kleinen Mann hat der Schwede die Strapazen der TV-Show überstanden und kann seinen süßen Sohn wieder in die Arme nehmen. Die TV-Show The Island geht mit Markus Schenkenberg und 6 weiteren schwedischen Prominenten am 2. Februar auf Channel 5 auf Discovery Plus mit der 2. Staffel des harten Abenteuerprogramms auf Sendung. Verwendete Quellen, Pressematerial.